Was geht ab, liebe Abonnenten, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch zuerst mal ein frohes und gesundes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut hineingekommen. Ich bin auf jeden Fall gut reingekommen, ich habe es ordentlich krachen gelassen und jo. Aber jetzt starten wir erstmal wieder mit den Unboxing-Videos und Videos über Filme. Feuerwerksvideos wird es dieses Jahr erst wieder so, ich denke mal, ab Ende November geben. Aber die kommen auf jeden Fall auch. Das geht schneller, als wir alle denken, auf jeden Fall wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf nächstes Silvester. Und ich hoffe, ihr auch. So, jetzt widmen wir uns aber zuerst mal dem schicken Mediabook. Und zwar das Mediabook von Last Stand. Das habe ich schon länger in der Sammlung. Habe ich mir, ja, ich glaube vor 2 Jahren war das eigentlich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es müsste vor 2 Jahren gewesen sein, dass ich mir das mal im Müller gekauft habe. Ja, für 4,99 Euro, das weiß ich noch. Richtig super toller Preis. Und da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wir schauen uns zuerst mal die J-Card ab. An, nicht ab. Hier oben steht Arnold Schwarzenegger. Und ja, hier unten haben wir dann Last Stand und ein FSK 18 Logo. Ja, so sieht das hier aus. Dann würde ich sagen, drehen wir die J-Card mal um und schauen uns die technischen Informationen mal etwas genauer an. So, dann könnt ihr euch hier mal die Filmbeschreibung oder den Inhalt des Films durchlesen. Dann sehen wir hier auch noch ein paar Szenenbilder. Und weiter unten noch die technischen Daten. Ja, und hier vorne steht dann übrigens noch auf der J-Card glänzend aufpoliertes Action-Kino. Und ja, das ist es auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Mediabook jetzt mal genauer an. Hier vorne haben wir ein schlichtes, aber meiner Meinung nach echt cooles Artwork. Hier oben steht nochmal Arnold Schwarzenegger. Hier unten haben wir einen Sheriff-Stern. Und dann steht hier Last Stand. Ja, schlicht, aber schaut cool aus. Wir haben hier ein mattes Mediabook. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Hat was. Dann schauen wir uns den Spine mal an. Auch hier steht dann Last Stand. Aber natürlich falsch rum. Also ich zeige euch den Spine nochmal richtig rum. Ich habe da irgendwie ein Händchen für, den falsch rum die Kamera zu halten. Ja, also so rum. So steht dann hier auch Last Stand. Dann schauen wir jetzt noch die Rückseite des Mediabooks an. Und ja, hier haben wir auch ein cooles Backartwork. Sieht auch richtig toll aus, gefällt mir gut. Ja, ich finde das auch bei Mediabooks ganz cool, wenn auf der Rückseite ein Bild aufgedruckt ist. Aber es geht auch anders, also wenn die technischen Daten aufgedruckt sind, eine Limitierungsnummer und so, finde ich das bei Mediabooks auch nicht schlimm. Bei Steelbooks finde ich das schlimm, aber bei Mediabooks geht das klar. Auch die Rückseite ist natürlich matt gehalten und ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Und dann kommen wir einfach mal zu den inneren Werten, würde ich sagen. So schaut das Mediabook dann von innen aus. Ja, auf der linken Seite haben wir dann hier die erste Disc und die nehme ich jetzt mal raus. Und hier haben wir dann auch einen Innendruck, der mir auch echt ganz gut gefällt. Hat auf jeden Fall was und ich würde sagen, wir widmen uns mal dem Booklet. Jo. Ist jetzt kein sehr dickes Booklet, aber für 4,99 Euro kann man da absolut nicht meckern. Ist hochwertig verarbeitet auf jeden Fall. Wir haben dicke Seiten und wie ihr schon seht, immer einiges an Text und einiges an Szenenfotos. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, zum Film. Arnold Schwarzenegger spielt hier einen Sheriff in einem Dorf. Und ja, ist auf jeden Fall ein richtig cooler Film. Schaut euch einfach mal einen Trailer an oder ihr habt euch wahrscheinlich schon den Inhalt durchgelesen. Schaut euch den Film einfach mal an. Ist ein richtig cooler Film, hat mir richtig gut gefallen und ist auf jeden Fall meiner Meinung nach so schon einer seiner besten Filme. Also mir hat er echt gut gefallen, ist auch wirklich actiongeladen und spannend. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite die zweite Disc und die nehme ich jetzt hier auch mal raus. Und auch hier haben wir dann einen Innendruck und auch der kann sich sehen lassen. Sieht auch cool aus. Und ich zeige euch den Innendruck nochmal im Kompletten. Schaut dann so aus. Ja, hat doch auf jeden Fall was. Mir gefällt's gut.
Jo, und das alles jetzt für 4,99 €, da kann man doch absolut nicht meckern. Ich weiß nicht, ob ihr das zu dem Preis noch bekommt. Bei Müller bin ich mir jetzt nicht sicher. Einfach mal schauen oder eben mal nachfragen. Und ja, wenn ihr es auf jeden Fall für den Preis bekommt oder von mir aus auch für 10 €, schlagt auf jeden Fall zu. Der Film ist richtig super und auch das Mediabook ist toll verarbeitet und sieht auch nice aus. Also mir gefällt es gut. Und ja, klare Kaufempfehlung auf jeden Fall an den Film und auch an das Mediabook. So, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar und ein Abo da und natürlich auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Moviepyro 911. Haut rein und ciao! Eat the